Hallo, das ist wieder Xi. Und es geht weiter mit Mega Man X6. Weiter im Kampf gegen Nightmare Snake und thementechnisch. Thementechnisch, ja. Sollte ich mir wohl wieder irgendwas im Bereich Videospiele suchen? Ja, die Sache ist nur, die über diverse Videospielreihen habe ich halt in der Vergangenheit einfach schon gesprochen. Zum Beispiel Metroid-Spiele. Metroid Prime-Serie zum Beispiel. Habe ich ja schon drüber geredet. Ach ja. Erstmal wieder einspielen. Ich weiß nicht, worüber könnte man denn reden? Sonic wäre zum Beispiel, denke ich mal, wieder so ein Thema. Weil Sonic sich ja schon... Im Endeffekt haben sich bei Sonic ja die ganzen Spielmechaniken, die man so kannte... Die haben sich ja jetzt im Endeffekt so ziemlich vereint. Sonic-Spiele, also wenn es jetzt nicht gerade tatsächlich ein zweidimensionales Sonic-Spiel ist, wie eben Sonic Mania, dann haben wir doch mittlerweile eigentlich immer... Dann haben wir doch mittlerweile eigentlich immer eine Mischung, oder? Aus 2D und 3D. Weil ich ganz ehrlich sagen muss, die Art und Weise, wie man diese Laufpassagen gemacht hat, ich weiß nicht. Ich meine, es gibt in Sonic-Spielen ja diese schnellen Passagen mittlerweile. Die schnellen Passagen, bei denen man eigentlich nur noch rechts und links lenkt. Worauf basierend ja auch schon ganze Sonic-Spiele erstellt wurden. Wenn ich da an Sonic und die geheimen Ringe denke, muss ich schon sagen, dass ich dieses Spielkonzept ziemlich furchtbar fand. Ja doch, Sonic und die geheimen Ringe war in meinen Augen ein Spielekonzept, welches es so nicht gebraucht hätte. Einfach deswegen, weil das Spiel, ja, dieses automatische Laufen. Ich weiß nicht, ob von euch jemand sich mal was zu Sonic und die geheimen Ringe angeschaut hat. Es gibt Leute, die diese Spiele mögen. Ich persönlich kann es absolut nicht nachvollziehen, wieso man dieses Spiel und Sonic und der Schwarze Ritter, gut, zu Sonic und der Schwarze Ritter habe ich mir bisher noch nichts angeschaut. Da kann ich nichts dazu sagen. Aber ich habe mittlerweile schon mehrfach etwas zu Sonic und die geheimen Ringe gesehen und bin ganz ehrlich froh, dass dieses Konzept in der Form nicht mehr auftauchen wird. Weil es halt einfach auch ein echt komisches Konzept ist, wenn es... Ich meine, das Grundkonzept, ich sehe es ja. Ich sehe ja, dass die Grundidee ist, dass man sagt, ja, man macht halt ein komplettes Spiel basierend auf der Sonic-Mechanik mit dem permanenten Laufen, das ist halt dann quasi die ganze Zeit darauf basiert. Wow, das Ding habe ich wieder gefangen. Das ist halt die ganze Zeit darauf basiert, dass man diese schnellen Laufpassagen hat. Das gesamte Spiel ist eine große Laufpassage. Die Grundidee hat vielleicht im ersten Moment etwas, aber ja, wenn man sie halt weiterdenkt, dann... Ich weiß einfach nicht, wo ich hin soll.
Wie ist sie denn nicht von der Wand weggekommen? Ja, wenn die Albträume nicht da sind, sollte ich auch nicht abbiegen und brechen versuchen, da oben zu gelangen. Ich glaube, das ist mitunter der Grund, warum ich die ganze Zeit von diesen Insekten getroffen werde. Die sollte ich auch mal weglegen. Das hat wahrscheinlich schon wieder irgendwelche Störtöne verursacht. Für die möchte ich mich entschuldigen. Ich weiß nicht, wenn diese Störtöne für mich nicht hörbar sind, ich meine, manchmal sind sie das, dann bemerke ich das nicht. Und ich hoffe, dass ich sie dann beim Nachbearbeiten wenigstens rausretuschiere. Ja, ich finde zumindest mittlerweile so ein bisschen mehr Möglichkeiten, mehr Schaden reinzudrücken. Ich meine mal, ich würde gut abspringen, aber es reicht ein Pixel, damit es nicht mehr reicht. Und, ja. Bei Sonic und die geheimen Ringe. Ich sag's mal so. Dadurch, dass das Spiel darauf ausgelegt ist, dass man die ganze Zeit nach vorne läuft, ist die einzige Möglichkeit, wie man etwas hinter sich erreichen kann, eine Art Rückwärtsgang. Ein Rückwärtsgang, bei dem Sonic dann eben tatsächlich sich nicht umdreht, sondern, ja. Er geht dann tatsächlich rückwärts langsam und auf die Art und Weise müsste man in der entsprechenden Situation dann ja wieder zurückgehen, wenn man zum Beispiel irgendwas verpasst hat, was einen weiterbringen würde, wenn da irgendeine Gerätschaft steht, die einen irgendwo hin befördern sollte und man ist daran vorbeigelaufen. Dann muss man eben langsam im Rückwärtsgang wieder zurückgehen, um das hinnehmen zu können, um das nutzen zu können. Und das ist halt in meinen Augen dann schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht so ganz funktioniert. Wenn ich als Spieler in der Situation dann wollte wieder nicht springen. Ja, das hatte ich gehofft, weil er gerade geschossen hat, dass er gleich wieder schießen würde, aber nein. Steht zur Stelle, die kleinen Viecher. Ich sehe es halt einfach nicht kommen. Ich sehe es einfach nicht kommen, wann diese Viecher daherkommen. Ich bemerke die Stellen einfach nicht. Ja. Nee, bei den Sonic-Spielen, diese schnellen Laufverzeichnungen. Ich muss aber auch sagen, in Spielen, in denen das Ganze besser gemacht wurde, es soll schon immer dazu dienen, dass halt dieser Aspekt von Sonic, dass er halt so schnell ist, deutlicher präsentiert wird. Das ist mir schon klar, aber irgendwie, ich weiß nicht, ich sehe in diesen Passagen dann einfach nie wirklich einen tatsächlichen Mehrwert. Weil ich mir halt denke, im Endeffekt geht es meistens einfach nur darum, du hast halt so eine Strecke vor dir und
Du hast eine Strecke vor dir, da sind Gegner. Und du rennst aber die ganze Zeit so schnell, dass sobald du irgendwas berührst, Schaden nimmst oder im Zweifelsfall einfach gleich krepierst. Und das finde ich halt übertrieben. Und einmal mehr diese Situation. Ah. Wieso kann er in der Situation nicht einfach mal nicht schießen? Wenn er jetzt nicht geschossen hätte, hätte man es geschafft. Das ist so zum Kotzen. Dass ich in der Situation halt einfach immer Glück haben muss, um zu überleben. Ich hätte ihn jetzt runtergeballert. Ich hätte den jetzt erledigen können, hätte er nicht geschossen. Und wieder den Sprintknopf zu spät gedrückt. Ja, manchmal so gute Runden. Dann weiter im Text. Eieiei. Ja, diese eine Situation, in der es gut lief, hat mich jetzt wieder total aus dem Konzept gebracht. Jetzt so gerne sichere Methoden für diese Situation. Wenn ich einfach in diesen Situationen wüsste, was ich tun soll. Mein Gott, wieso geht denn extra nicht einfach auf die Plattform hoch? Kann das eigentlich sein, dass 5 in Sachen Schaden so eine Maßeinheit in diesem Spiel ist? Ich meine, diese Insekten brauchen auch 5 Schüsse, genauso wie die Albtraumgegner 5 Schüsse aushalten. Bei dem Unterschied, dass die Albtraumgegner eben jeweils nur mehr Schaden bekommen können. Nee, ganz ehrlich. Ich könnte mir ja bei Mega Man X1 bis 3 irgendwann nochmal vorstellen, das so eine Herausforderung nochmal zu machen.
Aber wenn ich die mit Mega Man X6 durch habe, dann ist das einmal und nie wieder. Einmal und nie wieder. Von dieser Herausforderung werde ich nach diesem Versuch definitiv die Finger lassen. Ja. Dass diese Projektile zum Teil einfach nicht zerstörbar sind. Mal ja, mal nein. Wenn sie es mal sind, ist die Situation ja immer gut. Da bewege ich mich schon weg von den Insekten und sie nervt mich trotzdem. Ja. Genau, da war ich auch, werter Gegner. Da war ich auch. Komm schon, verschwind doch nicht. Was hätte ich denn in der Situation jetzt bitte machen sollen? Das ist unfassbar. Kleinen Moment. Ja, wir kommen ab und zu schon wieder nach oben, aber ja, es läuft halt dann immer wieder darauf hinaus, dass wir Glück haben müssen. Wenn es halt wenigstens so wäre, dass ich da oben dann links an die Wand rangen könnte. Das wäre ja dann noch nicht so schlimm. Dann könnte ich wenigstens bei der einen Phase rüber an die Wand gehen und da versuchen auszuweichen. Aber so, wie es halt bisher ist, übrigens hier auch wieder amüsant, dass ich in der einen Situation einfach oben drauf springen kann, in der anderen wieder nicht. Es ist übrigens tatsächlich so, sobald ich oben zur Kamera hinaus gerate, werden meine Knöpfe einfach nicht mehr angenommen. Dann wird einfach nicht mehr angenommen, was ich drücke. Wieso schießt der genau dahin? Irgendeine Regelmäßigkeit. Irgendeine. Aber die gibt's hier einfach nicht. Nichts ist irgendwie regelmäßig. Ja. Klar, so nur, dass wir einfach mal eine Trefferkiste, die mich auch da treffen kann. Ist schon in Ordnung, Gegner. Ai. Mein Gott. Thema Sonic-Spiele. Ne? Ja. Nee, was ich bei den Sonic-Spielen halt irgendwie so ein bisschen komisch finde, ist, dass die Sonic-Spiele... Kein Moment. Was ich bei den Sonic-Spielen halt immer so komisch fand, da wurde halt so extrem viel herumexperimentiert. Und... ich weiß nicht. Hätten wir bei den Sonic-Spielen... mit Sonic Mania haben sie sich jetzt im Endeffekt ja wieder auf die klassische... auf die klassischen Sonic-Spiele besinnt.
Da haben sie ja jetzt wieder, also was heißt, sie meinen in dem Fall ja eigentlich Entwickler, die gar nicht zum Sonic-Team gehörten, sondern die das in ihrer Freizeit gemacht haben. Wieso schießt der da hin? Von daher ist Sonic Mania ja einfach nur deswegen zustande gekommen, weil es halt Leute gab, die privat was zu Sonic machen wollten. Und das ist dann eben übernommen worden. Und das finde ich gut. Davon war ich hellauf begeistert, als ich mitbekommen habe, wer denn hinter Sonic Mania steckte. Und ja, Sonic Mania war ein großer Erfolg. Vollkommen zu Recht. Das war nicht mehr zu schaffen. Naja, wenn man sich anschaut, die klassische Sonic-Reihe hatte ja einige Ableger, die von den Mechaniken her auch beim selben geblieben sind. Aber dann Sonic Adventure 1 und 2 ist schon mal eine ganz andere Mechanik. Sonic Heroes, was dann noch herauskam, war auch nochmal eine komplett eigene Mechanik, die so dann aber auch nicht mehr hervorkam. Warum auch immer? Ich meine, die Grundmechanik von Sonic Heroes war ja nicht schlecht. Sicherlich waren nicht alle Konzepte des Spiels toll. Das will ich an der Stelle gar nicht unbedingt sagen. Sonic Heroes hatte durchaus seine Probleme. Sonic Heroes hatte durchaus seine Probleme und Dinge, die einfach nur genervt haben. So, danke, dass du auch mal nicht exakt dahin geschossen, wo ich gleich hingehen werde. Und siehe da, du hast mich nicht getroffen. Gott. Ja klar. Da hat mich das Ding jetzt noch in seiner Aufwärtsbewegung getroffen. Ja, jetzt kommen wieder die. Ich komme da halt einfach... Das ist so zum Kotzen. Ich komme zwischen diesen zwei Plattformen nicht durch. Wegen dieser Wandsprungmechanik. Wenn ich da an so einer hochklettere, es ist nicht gesagt, dass ich da hochkomme. Nee, weiter im Text. Sonic... Wie ist es? Sonic Colors war dann auch wieder was Neues. Wie hieß das denn jetzt nochmal mit den Aliens? Ich erinnere mich gerade einfach nicht. Wie war denn der Titel? Der Titel, bei dem sich Robotnik mit diesen Aliens, diesen teufelartigen Charakteren zusammengeschlossen hat. Wie hieß das denn? Aber das hat er auch wieder versucht, eine neue Mechanik reinzubringen, und ich war gerade wieder mal wie gelähmt. Ich sah das Projektil, ich wollte reagieren, aber ich durfte einfach nicht weg. Es ist alles so unfassbar langsam in diesem Spiel. Selbst die Gegner sind langsam, wenn es darum geht, uns doch noch zu erledigen. Dass ich in so ein Insekt, wenn es dann wegfliegt, halt immer noch theoretisch reingeraten kann, weil es dann meiner Bewegung nicht mehr folgt. Das ist
einfach zum Kotzen. Ist aber auch kein Geheimnis, dass wir diese ollen Insekten nicht zum letzten Mal gesehen haben. Naja, gut. Jetzt müssten wir sie erstmal hier nicht mehr sehen. Und je nachdem, ob mir das Glück hold sein wird oder nicht, naja, tun wir das eben noch eine ganze Weile. Und Leute, ich hänge nicht gerne fest in solchen Spielen. Ne? Konntet ihr euch wahrscheinlich eh denken, aber vielleicht war das ja noch nicht ganz so offensichtlich, dass ich das hier jetzt nicht unbedingt, dass das hier nicht unbedingt ein Zustand ist, den ich anstrebe. Das war knapp. Auch das ist halt immer wieder so eine Situation, in der ich einfach nicht weiß, was ich tun soll. Da! Wenn das Ding sich da positionieren möchte, wohin soll ich mich denn dann bewegen? Klar, wartest einfach schon außerhalb des Bildschirms auf mich. Du versuchst mich einfach schon zu rammen, obwohl du mir noch nicht mal nahe gekommen bist. Das ist doch jetzt eh schon wieder nicht mehr zu gewinnen. Nee, weil ich hier einfach nicht den nötigen Platz habe, um zu navigieren. Mir fehlt hier einfach der Platz. Nee. Und nachdem jetzt Sonic Forces rausgekommen ist, Sonic Forces besinnt sich halt jetzt auch wieder nicht unbedingt auf Neues, aber hat halt jetzt als einzige Neuerung diesen, in Anführungszeichen, selbstgestaltbaren Charakter dabei gehabt, welcher ja so rudimentär entwickelt wurde wie irgendwie möglich. Wenn man sich das genauer anschaut, kann dieser Charakter halt effektiv nicht sonderlich viel, beziehungsweise seine Level sind halt so gestaltet, dass man als Spieler halt einfach nur durchlaufen kann. Effektiv kann dieser Charakter halt einfach nicht viel im Vergleich zu anderen Charakteren. Er sollte es, das merkt man auch. Es war schon ein Gedanke dahinter, aber die letztendliche Ausführung war dann eben grausig. Die letztendliche Ausführung war dann einfach nur dass der Charakter halt da ist und der hat halt diese Waffe, bei der man aber auch nur ganz bestimmte Varianten nutzen möchte im Endeffekt, weil ein Großteil davon eh zweckmäßig sinnbefreit ist. Natürlich. Hab ich schon wieder verloren. Toll. Ja. Ah! Danke!
Gott! Wer auch immer mir geholfen hat, ich danke! Ah! Ich danke so herzlich! Oh mein Gott! Der Pessimismus siegt erneut! Immer wenn ich aufgegeben habe, gelingt es! Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh. Es ist geschafft! Die vierte Nightmare Snake liegt! Ein perfekter Abschluss für die Folge, es war wieder der letzte Versuch! Und absolut grottig, aber scheiß drauf! Ich bin weiter! Ah. Und das war die heutige Folge Mega Man X6. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.